und willkommen auf meinem Kanal. Alltag bei mir zu Hause mit den Kindern, was ich so mache den ganzen Tag, zeige ich in diesem Video. Gleichzeitig macht das auch Swedish Mom. Den Link setze ich euch in die Beschreibung, braucht ihr nur drauf zu klicken. Wer sie mag, wer sie sympathisch findet, so wie ich, der schaut sich auch ihren Vlog an. Da gehe ich auch nachher mal gucken. Ich bin schon ganz gespannt, was sie so gemacht hat. Ja, wir beide zeigen euch mal so ein bisschen Alltag bei uns zu Hause. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Viel Spaß! Guten Morgen. Guten Morgen. Putzt sich schon jemand die Zähne? Guten Morgen. Guten Morgen. Jemand, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Bin ich eine gute Mutter? Ja. Gott sei Dank. Und einer schläft noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Mal schlafen wir weiter. Guten Morgen. Ich mache mal eine ganz andere Art von einem Video. Und zwar zeige ich euch mal meinen Tag. Ja, ich habe nämlich jetzt eine App gefunden, wo ich so verschiedene Teile zusammenfügen kann. Ich werde nicht schneiden, aber ich werde ab und zu mal auf Pause drücken und werde euch so ein bisschen so einen kleinen Eindruck geben von einem Tag in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt Spaß. So, erstmal mache ich mir einen Kaffee. Das ist das Allerwichtigste morgens bei mir. Ja, und jetzt kommt ein bisschen Milchschaum dazu. Das ist auch das Wichtigste. Mein Mann ist ja Italiener, wisst ihr ja. Und dem habe ich es zu verdanken, dass ich so einen leckeren Kaffee trinken darf morgens. Guten Morgen, ihr Schnullis. Guten Morgen, ihr kleinen Schnullis. Wie geht's euch? Gut. Hier wird schön rumgehüpft. Die bekommen morgens immer frisches Heu. Und wenn das Wetter draußen schön ist, dann können sie auch nach draußen. Da haben wir ein bisschen was gebaut für die kleinen Süßen. Und dann können sie so den ganzen Tag ein bisschen im Garten rumhüpfen und springen und turnen und ganz viel Gras fressen. Guten Morgen, wo ist Lupo denn? Ach da, der Weiße, das ist Lupo, das ist das Männchen, der Weiße. Der da versteckt ist. Und das andere sind alles Mädchen. Naja, Damen, ne? Das hier ist die Älteste und das ist die Kleinste. Aber Gina sehe ich nirgends. Gina? Ach, da ist sie. Ach, die ist auch ganz doll süß. Gina. Ganz niedlich. Ja, wir haben denen so ein Holzgehege gebaut. Ungefähr 2 Meter lang, damit die schön Auslauf haben. Das muss ja sein. Und wie gesagt, wenn das Wetter schön ist, dürfen sie auch raus. Erstmal wach werden. Ganz in Ruhe. Prost. Oh, und wenn ich gut gelaunt bin, dann wasche ich mir mein Gesicht und creme's an. Nee, das nehme ich ja gar nicht morgens, das nehme ich ja immer abends. Okay, zeige ich euch später. Vor allen Dingen möchte ich jetzt erstmal duschen gehen. Ich habe hier noch mein Morgenkleid an, meine Leggings und mein guten Morgenkleid, womit ich hier durch die Gegend laufen kann. Ich habe ja auch Kinder, ne? Und ja, ich muss immer sehen, dass ich möglichst hier eine ruhige Ecke finde zum Filmen. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß daran, so ein bisschen mich zu begleiten. Bis später. Die beiden, nee, nicht beide auf einmal, aber einen von den beiden werde ich heute mal testen. Das ist von Asam dieses Zuckerpeeling. Da bin ich richtig gespannt, weil ich musste für meine Schwiegerin einmal Shampoo bestellen. Also ich musste nicht, aber ich wollte gerne, ich wollte ihr gerne den Tipp geben mit diesem Keratin-Shampoo. Habe ich gesagt, du, ich bestelle für dich, gar kein Problem. Und dann musste ich ja Versand kostenlos. Natürlich muss ich das bekommen. Und dann musste ich mir noch was bestellen. Werde ich gleich mal austesten. Bin ganz gespannt, war ein Tipp auch wieder von euch. Asam Peeling. Und ich bin so gespannt. Ich weiß nicht, welches ich zuerst aufmachen soll. Creamy Blueberry oder Coral Beach? Was meint ihr? Ich werde euch mal berichten, wie das ist. Haare waschen, duschen und dann geht's weiter. Der Start in den Tag.
So, jetzt stand ich eine Stunde vorm Spiegel und wusste nicht, was ich anziehen soll. Hatte so um die 45 T-Shirts an und die waren alle so eng und mir ist so warm. Und heute ist es so warm. Ich glaube, es sind irgendwie so 25 Grad draußen. Und dann kommt man so aus der Dusche und dann ist man so am Hektik machen. Dann mache ich immer gleich das Badezimmer noch mit sauber. Dann habe ich die Betten schnell gemacht. Dann habe ich die Küche noch mal ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt habe ich nur geschwitzt und eigentlich hätte ich am liebsten gar nichts angezogen. Deswegen habe ich jetzt dieses knallige Ding hier an. Aber das ist wenigstens weit, ne? Und das kann ich jetzt am besten vertragen. Ob ich das anbehalte, weiß ich noch nicht. Ich musste aber jetzt irgendwas anziehen, weil ich muss ja jetzt hier auch weitermachen, ne? Ja, jetzt sitze ich hier wieder an meinem Arbeitsplatz. Also ich nenne das mal so. Hier schminke ich mich immer. Hier habe ich meinen Kaffee stehen, meinen Spiegel. Hier mache ich immer so meine Videos. Und dann habe ich jetzt was Neues am Start, was ich ausprobieren möchte. Das ist Gesichtspflege. Werde ich euch berichten, wenn ich richtig zufrieden bin, ob das gut ist. Und jetzt habe ich mich ja gerade geduscht. Damit ist noch ein bisschen nass. Und habe jetzt dieses Zuckerpeeling ausprobiert von Asam. Ich habe jetzt das geöffnet, Coral Beach. Also ich kann euch sagen, es riecht richtig toll. Ich mache das mal auf. Dann ist da so ein Ding. Dann macht ihr das auf. Und dann ist das so eine feste Paste. Und es riecht so richtig nach Seife, riecht nach frisch. Ich dachte, das riecht ein bisschen nach Kokos, aber überhaupt nicht nach Kokos. Ich weiß auch gar nicht, ob Kokos überhaupt drin ist. Nee, blumig. Das ist ein blumiger Duft. Ja, ist ja klar, Coral Beach. Wie komme ich denn auf Kokos? Alles klar. Es riecht einfach nur frisch und blumig. Also ganz, ganz, ganz toll so für morgens, dass man wach ist. Und dann dieses, ist ja so ein Zuckerpeeling, das ist total angenehm. Da wird man so richtig schön wach morgens. Also es ist echt total angenehm, wenn man so... Und danach ist man ganz kuschelig weich. Dann habe ich mich noch eingecremt. Ja, dann habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen angezogen. Jetzt werde ich mir die Haare ein bisschen trocknen, mich ein bisschen hübsch machen und dann geht's weiter in meinem Tag. Geschminkt bin ich. Mal gucken, was ich jetzt so treibe. Mein zweiter Arbeitsplatz. Also hier frühstücke ich auch. Meistens Alpro-Milch mit Banane und Haferflocken mixe ich dann immer im Thermomix für mich und meinen Mann. Dann frühstücken wir, also trinken wir unser Frühstück eigentlich. Dann habe ich hier meine Nähsachen und meinen Avon-Krams. Dann beantworte ich hier meistens Kommentare nachmittags, abends, dann wenn ich Zeit habe. Ja, und dann lege ich hier auch meine Wäsche zusammen. Hier ist der Tisch, der Esszimmertisch. Und hier mache ich dann immer alles. Ja, Kommentare beantworten, nähen, Avon, Päckchen packen. Ja, Videos drehe ich hier eher selten, weil hier ist immer so, hier so das ganze Leben hier sind. So die Kinder, die hier hin und her laufen. Jetzt ist gerade mal hier eine ruhige Minute. Mein Mann ist im Keller und also die Größeren sind jetzt spielen gegangen und die Kleine, die hat sich verzogen. Spielt gerade ein bisschen. Ja. Und jetzt muss ich gleich noch ein bisschen Mittagessen kochen. Mal gucken, was ich heute koche. Ich habe schon überlegt. Meistens wollen die Kinder was anderes essen als wir. Wir sind meistens sehr gesund und die Kinder sind natürlich auch ein bisschen gesund, aber da muss man immer so ein Mittelmaß finden. Die mögen nicht alles, was wir essen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die Wäsche wirklich mache. Ich habe jetzt erstmal noch eine neue Maschine reingeschmissen und meistens lege ich das dann abends zusammen. Dann, wenn ich halt Zeit habe. Ne? Einkaufen müsste ich eigentlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich das alles zeitlich heute schaffe. Der Tag vergeht so schnell, wenn man so ein bisschen Haushalt hat, ein bisschen Kinder, ein bisschen Meerschweinchen, ein bisschen hier, ein bisschen da, bis man so durchgesaugt hat, den Müll weggebracht hat, ein bisschen so die Küche aufgeräumt hat und das Badezimmer. Und es ist ja auch jeden Tag immer wieder dreckig. Ne? Wir haben jetzt auch gerade Ferien und dann ist es immer noch schlimmer. Ne? So, ich muss jetzt doch ganz schnell noch mal ein bisschen einkaufen. Ich brauche unbedingt Heu für die Meerschweinchen. Es war draußen auch ein bisschen krass. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und Spüli fehlt mir und gelbe Säcke und all so ein Kram. Also hole ich das schnell.
Luft, einmal das Heu, ein bisschen was zum Putzen. Habe ich echt vergessen beim letzten Mal. Dann vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten. Ich wusste nicht, welches Haarspray ich nehmen soll. Oh, ist das schwierig, welches Haarspray. Warte mal, ich muss mal den Mundschutz abmachen. Weil nicht welches Haarspray gut ist, sondern welches Haarspray ist umweltbewusster. Ist das jetzt besser in so einer Plastikpackung oder ist das besser in so einer Sprühen, so einer ganz normalen Haarspraydose? Ich weiß das nicht genau. Ich stand da eine Stunde und habe überlegt. Und dann habe ich jetzt nochmal diesen mitgenommen. Es gab leider keinen anderen. Ich hoffe, dass der gut ist zum Testen für mein Mascara-Test-Video. So, dann wieder ab nach Hause. Ich bin froh, dass ich sowas Leichtes angezogen habe. Heute ist es bei uns irgendwie warm. Ganz schön warm. Also die Kinder möchten jetzt Würstchen essen mit Kartoffelpüree. Und für meinen Mann und ich mache ich jetzt so einen Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Die zeige ich euch mal kurz. Das mische ich immer. Das ist einmal Dinkel, Buchweizen, Bio-Weizen, der Reis. Und dann mische ich das hier in dem Tupperbehälter und dann kommt das in die Pfanne mit Erbsen. Das denn aus. Ne? Daneben brutzeln die Würstchen und hier habe ich das jetzt vorbereitet für mich. Ich muss mal jetzt warten, bis mein Mann Hunger hat und dann geht's los. Und in die Auflaufform kommt dann nachher so ein bisschen Gemüse. Ich zeige euch das. So sieht unser Essen heute aus. Brokkoli, TK, ich war zu faul, hab keinen bekommen. Dann Tomaten und dann ein bisschen Pilze, dann kommt ein bisschen Soße dazu und dann essen wir halt diesen Reis dazu, ne? Also mit Erbsen zusammen. Das ist heute unser Mittagessen. Guck mal, ich spiegel mich gerade im Thermomix, lustig. So, jetzt zaubere ich schnell noch ein gesundes Eis mit 4 Eiweiß. 300 Gramm, ne, ich nehme meistens mehr, 400 Gramm Mango und das macht der Thermomix für uns. Und dann das ergibt so ein richtig schönes, leckeres Softeis. Ein bisschen Süßstoff mache ich meistens noch ran, weil wir machen immer so ein bisschen Diät. Gesunde Ernährung mit, ohne, möglichst wenig Zucker und Fett. Guck mal, so sieht das dann aus. Total super gesundes, leckeres Eis. Süß, fluffig, ja, total lecker. Wir fahren jetzt Fahrrad. 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 Tschüss. Das ist schön. Da kann man ein bisschen abschalten, ne? Ein bisschen entspannen. Man kann ja gemütlich fahren. Und bei dem Wetter ist es richtig, richtig schön. Manchmal kommen die Kinder mit, aber nicht immer. Dann müssen wir alleine fahren. Ist auch nicht schlimm. Eine schöne Kaffeepause, das brauche ich jetzt mal. Kaffee und ich habe das Handy in der Hand. Ein Riegel von Aldi, so ein Eiweißriegel. Ja. Windschuhlaschen dann vernünftig, ne? Eigentlich hätte ich ja gerne ein Stück Kuchen gegessen, aber das mache ich dann immer mit einer Freundin zusammen. Am liebsten einen leckeren Kuchen essen. So alleine mache ich das nicht. Wenn ich mal eine Stärkung brauche, dann esse ich meistens so ein Eiweißriegel. Aldi hatte gerade welche, die waren echt ganz lecker. So für 1 Euro. Ja, Mensch, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Auch mal was anderes, ne? Vielleicht, ihr hattet ja mal gefragt, wie ich so meinen Alltag so gestalte. Das ist jetzt natürlich mit ohne Arbeit. Ein freier Tag. Aber ja, wenn ich arbeite,
Dann ist das ähnlich. Dann ist das, also dann ist ja der ganze Vormittag schon mal sowieso weg und dann mittags, dann gehe ich auch einkaufen, dann koche ich und es ist ungefähr der gleiche Ablauf. Aber natürlich Wäsche mache ich meistens sonntags, wenn ich frei habe. Ja, naja, dann erstmal Prost. Schön warm ist, können die Kinder auch mal in den Swimmingpool. Im Moment haben wir ja schöne Temperaturen, ne? Richtig schön warm, wir gehen auch mit rein. Das ist immer lustig, wenn dann alle drin sind. So langsam geht der Tag zu Ende. Jetzt verzieht sich jeder so ein bisschen in sein Zimmer. Oh, die Kleine, die braucht immer noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Der Große, der guckt dann meistens Fernsehen. Oder spielt ein bisschen online. Die Kleine kümmert sich dann, also die Mittlere, ich wollte nicht sagen die Kleine, ich wollte sagen die Mittlere, die kümmert sich um die Meerschweinchen, die kriegen dann noch mal Futter und Wasser und die werden noch mal ordentlich gestreichelt und ein bisschen Zimmer aufräumen oder was auch immer. Mal gucken, ob ich heute noch die Wäsche mache, schaffe, weiß ich nicht genau, eher nicht, glaube ich. Ja, ein bisschen Küche aufräumen, also allgemein einfach ein bisschen aufräumen. Ja, und dann nachher, irgendwann, also jetzt werden wir so Abendbrot essen und nachher dann Fernsehen gucken. Dann sitze ich hier, beantworte eure Kommentare, habe meinen halben Kaffee noch ein bisschen, ist noch drin. Dann habe ich mein iPad hier, beantworte die Kommentare. Manchmal mache ich das auch mit dem Handy so zwischendurch, dann gucke ich einmal rein, dann beantworte ich so schnell die Kommentare. Also ich mache das immer so, wie ich Zeit habe. Ich habe manchmal viel Zeit, manchmal wenig Zeit, manchmal gucke ich selber ganz viele YouTube-Videos, manchmal schaffe ich es fast gar nicht. Das ist immer, jeder Tag ist irgendwie so ein bisschen anders, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Kinder so sind oder was ich so um die Ohren habe, wie mein Tag so ist und was ich noch so alles erledigen muss. Ja, so. Dann werde ich mal eure Kommentare beantworten. Tschüss. Ja, und wenn ich Zeit habe, ganz viel Zeit, dann spiele ich mit meinen Kindern Knüffel oder Mensch, ärger dich nicht. Ja, also nicht immer mit allen Kindern. Alle haben ja nicht immer Lust, mit der Mama zu spielen. Aber wer denn gerade da ist und Zeit hat, der macht das. So, du bist dran. Wir machen nur Sechsen. Aha. Kleine Straße. Okay, dann musst du gucken, was du machst. So, das war der Tag mit mir, bei mir. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen mit meinem Mann, dann schminke ich mich ab und dann gehe ich ins Bettchen schlafen. Die Kinder haben sich auch zurückgezogen. Ja, wir machen uns das jetzt noch ein bisschen gemütlich und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht mir gerne einen Daumen nach oben. Dürft mich gerne kostenlos abonnieren oder die Glocke einschalten. Dann klingelt es, wenn ich schon wieder da bin oder wieder da bin. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.